Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ oder DayZ oder wie man es auch immer sagen will. Oder Days. Mit dabei sind diesmal Flo und Theo. Den Mario lassen wir jetzt hier einfach stehen. Aha, hat er Pech. Ja, finde ich auch. Der Lootstaubsauger. Ja, der alte. Aber er hat eine geile Jacke. Ach guck mal, das ist doch kein Heißluftballon. Nee, das ist... Kamen wir nicht von da? Nee. Wir kamen von irgendwo aus dem Wald. Warte mal, ich mache mal bei die Karte auf. Draußen vom Walde kamen wir her. Wir wollten ja eigentlich nach Krasnovtav. Krasnovtav. Karte auf, ne? Dann muss ich nicht. So. Falls irgendwer von den Zuschauern Russisch kann, nehmt uns das nicht übel. Ja, also, ich glaube, da meckert keiner. Selbst wenn, mir doch egal. Geradeaus weiter über die Wiese gelaufen. Richtung Heißluftballon-Gedöns-Ding. Ja, genau, weil da ist jetzt gerade noch ein kleines Dörfchen davor. Oh, mein Internet slackt. Slackt? Oder swaggt? Hat dein Internet swag? Nee. So, bin wieder da. Okay, da vorne sind so ein paar Häuser. Ich glaube, die gucken wir uns mal an. Was ist das denn für ein geiler Grafikbug? Ranzoomen? Das ist eine Scheune. Ja. Ich gehe jetzt erstes in die Scheune. Passt ein bisschen auf, zieht vorsichtshalber die Waffe. Ich höre ne? Zombie. Ich noch gar nicht, warum nicht? Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, in welche Richtung wir laufen, aber ist glaube ich auch scheißegal. Wo seid denn ihr? In die Scheune rein. In die Scheune. Mal gucken. In der nichts liegt. Ganz links, ne? Ja. Renn gerade raus und in die nächste rein. Hier liegt auch nichts. Ah! Fuck! Also so viel ist auf dem Server hier eigentlich auch nicht los. Ich dachte eigentlich, man regeneriert das Blut mal so langsam, wenn man jetzt eine Zeit lang nicht spielt, aber es scheint nicht so. Ich schätze mal, du regenerierst, während du spielst. Ich habe mir erste Hilfekasten gefunden. Also ich habe sowohl als auch gehört, blöderweise. Und ja, das würde doch keinen Sinn machen, du kriegst doch auch keinen Hunger, während du nicht spielst. Ja, das stimmt schon. Was ist das da? Ich kann es nicht anwählen. Ach doch, jetzt. Ein Bandana. Bandana. Oh, eine Dose zu trinken. Tarnfarben. Tarn? Hua, schnell, hier, da liegt es. Kann man ja auch irgendwie seinen Ping einsehen? Keine Ahnung. Ja, guck mal, hier liegt doch eine Dose, oder nicht? Ja, aber manchmal geht das eben doch nicht. Da musst du anstatt Tab mal F drücken, einfach nur. Wieso, unter Tab habe ich die drinne. Can't Spaghetti. Genau, seit 15 Sekunden keine Nachricht. Ah, Theo ist raus. Ja, ich glaube, da will... Ich nehme sie erstmal für dich mit. Da will dein Internet gerade nicht so, du hampelst auch gerade sehr schön rum. Ja. Gott, und meiner keucht schon wieder, als wenn ein Marathon gerannt ist. Jetzt überlege ich gerade, wer hostet denn die Skype-Konfi, aber ich glaube, das bin ich. Das bist du. Ja. Gut. Dann warten wir mal kurz auf Theo, dass er eben rejoin kann. Yeah, mit der stylischen Maske. Ja, ja. Schaut schon sehr cool aus. Ja, schmeiß dich auf den Boden. 2, 1, 2, 1, 2. Huch, da ist er weg. Ja, ich join nach. Jojo. Es sind aber viel mehr Leute auf dem Server. Vorhin waren es noch 9. Ja, jetzt sind es ein paar mehr, glaube ich. 3 mehr? Bei mir waren es 14. Was so. Hier liegt auch was rum. Leather Cap, eine Mütze. Sieht doch so geil aus, wie du dich lang robbst. Ja, so sucht man Loot übrigens. Immer schön auf dem Boden lang robben. Irgendwann wird ja schon mal was in den hier Mund fallen. Ist eine Pudelmütze, genau. Ich hab eine Pudelmütze. Wie gesagt, ja. Ich habe vorhin noch ein First Aid Kit gefunden. Ja, sehr gut. Kann man gut gebrauchen. Und ich höre Zombies. Na Theo, wie läuft's jetzt? Also eigentlich müsste ich da sein. Ja, du so, sieht soweit ganz gut aus. Ja, jetzt höre ich tatsächlich auch Zombies. Ja, ich sehe ihn auch. Wo seid ihr denn? Da ist er durch die Wand gerannt. Oh ja, wir sind immer noch in dem Farmhaus drin. Nimm das mal Farmhaus. Seid ihr weiter gerannt? Nee, da standest du vorhin auch drin. Pass auf, Zombie. Den verprügeln wir mal eben hier elegant. Toll, ich sehe euch gar nicht. Schwer am Bluten. Du bist gerade an uns vorbeigelaufen.
Ja, ganz, bei mir seid ihr nicht da. Jetzt läufst du gerade genau auf uns zu. Ah, schade, dann hast du irgendwie gerade eine schlechte Connection, würde ich sagen. Hm. Ich höre schon wieder ein. Okay, ich nicht, ich muss gerade mal eben eine phrasen. Nee, ich sehe euch nicht. Ich versuch's nochmal. Du stehst genau neben uns. Interessanterweise. So, ich fress mal eben meine Baked Beans auf. Da ist er wieder. Ja. Siehst du uns jetzt? Moment, erledige noch. Cool. Ich habe meine Racks gerade sauber gemacht. Hat noch wer Verbände oder sowas dabei? So, wo seid ihr? Direkt vor dir. Vor dir? Na, jetzt seid ihr da. Guck, Überraschung. Ihr fresst. Wie gesagt, von euch hat keiner Verbände, weil ich habe noch Alkohol, damit könnt ihr die sauber machen. Ah, okay, dazu ist Alkohol da. Alles klar. Ja. Ich dachte, der ist nur zum Trinken da. Nee, ich habe aber keine mehr, also außer halt ganz normale Racks. Aber die sind eher uninteressant. Ja, die habe ich auch gerade, die habe ich gerade sauber gemacht. Ja, also, ich habe einen. Ja. Das ist jetzt nicht so die Welt. So, Tier, wie sieht's aus? Kann man mit dir jetzt weiterlaufen, oder? Weil du stehst da. Ja, das werden wir gleich sehen. Ja, trinken kann ich. Ist auf Zwerg. Oh, sieht ja ganz gut aus, oder? Ja. Gut. Ich weiß nicht, hau mal gegen das Ding und sag mal jetzt denn dazu. Ich hau jetzt dagegen. Ja, hat gepasst. Prima. Das ist doch sehr gut. Dann lass uns mal eben noch die Häuser hier auseinander rupfen. Würde ich sagen. Das ist ein Zaun. Tja, und dann gucken wir gleich mal, was wir machen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen die Orientierung verloren, weil wir ja die Aufnahmepause dazwischen hatten. Und weiß nicht mehr so ganz, in welche Richtung wir überhaupt geguckt hatten, als wir aufgehört haben, weil ich ja nochmal zwischendurch Grafikeinstellungen gemacht habe. Brecheisen, Schraubendreher. Scheiß Schraubendreher. Was war das denn? Eine Soda, aber mehr habe ich auch nicht gefunden. Eine verrottete Kiwi. Yay, geil. Also hier, das scheint so, als ob hier schon mal jemand war, oder? Ja, ich weiß nicht. Weiter gucken. Ich bin vorne auf der Straße. Ja, ich gehe jetzt auch gerade über die Straße. Und gehe direkt mal... Ne, hier kann man gar nicht rein. In die grünen Häuser kommt man ja mal gar nicht so richtig, oder? Doch, hier ist eine Treppe. Sehr gut, die nehmen wir. Du Treppe, ich haus daneben mit grüner Tür. Oh, die Abi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie witzig. Ja, dann lassen wir dich einfach mal hier stehen, würde ich sagen. Jo. Ich habe Handschellenschlüssel gefunden. Das ist ein schweres Wort. Handschlüssel. Bist du da gerade durch den Boden rein? Ja, also nicht unbedingt durch den Boden, aber ich bin da gerade. Du stehst bei mir mitten im Boden. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Na gut, ich leg auf, ne? Tschüss. Ja, dann mach's mal gut. Da kommen meine Lecks gerade raus. So, Flo, dann sind wir alleine. Wenn ich dich jetzt niederschlage, dann hab ich alles für mich alleine. Ja, und keinen, der sehen kann. Guck mal, da hinten ist noch ein Städtchen, Dorf, irgendwas. Jodon, in der. Wir müssen echt sehen, dass wir bessere Waffen kriegen. Ja, oder überhaupt mal Waffen. Mhm. Also ja, oder das, ne? Nicht so Guffelwerkzeug, sondern schon. Und schon wenigstens mal eine Axt irgendwie und wahlweise auch mal was zum Schießen. Und da drüben ist auch ein Straßenschild. Das ist super. Ja, auch tatsächlich. Und eine Scheune. Ja, wir nehmen uns erstmal so hier und da ein paar Häuser vor, würde ich sagen. Jeder in eins oder beide in eins? Beide im eins. Wir sollten jetzt, wo wir zu zweit sind, lieber zusammenspielen.
Er keucht schon wieder aus dem letzten Loch. Ja, bei mir ist es auch immer noch so unfassbar hell. Da liegt was drin, das sieht aus wie eine Rohrzange. Das ist eine Rohrzange und da liegt aber noch irgendwas auf dem Ding. Ja, ein Fisch. Achso. Würde ich sagen, Platz war hier mehr. Noch keiner. Ja, wenn mir jetzt mal einer sagen würde, was mehr Schaden macht, die dusselige Rohrzange oder das Brecheisen, ne? Also ich hörte mal, dass das Brecheisen verdammt wenig Schaden machen soll. Aber das sind halt alles nur Spekulationen. Das ist so das Problem da dran. Ich nehme jetzt mal die Rohrzange mit. Mann, ich habe ja auch noch meinen hässlichen Basie hier. Guck. Hier ist nichts mehr. Gehen wir mal in die komische Holzhütte, in der sonst nichts ist. Ja. Folge dir auf dem Fuß. Ja, mach das mal. Ich hab das rote Symbol. Ja, will das Servetzos connecten? Ja, mal gucken. Wir wissen es ja noch nicht ganz so genau. Kann ja sein, ja. Hier. Boah, hey Gott. An dem Licht müssen die auch noch ein bisschen arbeiten. Meine Frau schnauft wie ein Mann. Nee, mein Kind schnauft so laut. Nee, ich glaube, ich schnauf auch. Ich höre das manchmal doppelt quasi. So, ich kann jetzt auch aus Serverleck. Kann aus eigener Erfahrung allen nur raten, spielt das Spiel möglichst in der Third-Person-View. Mir war nach der letzten Aufnahme teilweise echt böse übel. Ja, das kann passieren. Weil es im First-Person ziemlich hektisch zur Sache geht. Ja, vor allem auf Dauer ist das nix, ne? Nee. Hier ist auch nix. Ich glaube, ich muss gleich meine Katze verprügeln. Die kratzt schon wieder irgendwo rum, wo sie nicht soll. Nein, ich schlag keine Katzen. So. Auf dem schönen Ledersofa. Nee, das haben wir nicht mehr. Achso. So, wohin kommen wir denn hier? Wusstest du, dass ich mein Ledersofa hatte? Hab ich jetzt geraten. Juppie. Hobby stalken? Ja, du gehst gerne schwimmen, wie ich gehört habe. Boah, Herrgott! Alter Vater! Scheiß Zombie! Ich hab dir nicht gehört! Und guck gerade auf den anderen. Ja, und guck gerade auf den anderen Monitor, um mich zu orientieren. Ich hoffe, das warst du gerade. Ich hab irgendwas. Da kommt noch einer. Und seh dann bloß aus dem Blickwinkel den Zombie bei mir. Da hab ich mich gerade verjagt, alter Vater. Ich treff die so nicht. Blut dich schon wieder? Ja, tatsächlich, die hat mich schon wieder getroffen. Kann nicht wahr sein. Auf den Kopf. Zum Zombie-Totprügeln könnt ihr ruhig in die Ego-Perspektive gehen. Ja, da geht das ganz gut. Hast du noch schnell was zum Verbinden für mich? Ja. Sonst wird's jetzt langsam kritisch. Warum zur Hölle kann ich dich denn nicht verbinden? Applied Bandage, so. Du blutest aber auch, ne? Oh Gott. Geht nicht, du hast dich bewegt. Ich hab nichts gemacht. Ja, ich weiß. Bist du ein bisschen weggerückt. Ja, du bist. Ja, und du auch? Bin gerade dabei. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt, jetzt Antibiotika zu nehmen. Hier liegt noch so ein Ding. Nimm dir mal eine mit. Ist eine von meinen, die ist von runtergefallen. Ja, nehme ich gleich. Moment. Okay, das war keine gute Idee. Ich habe Antibiotika genommen und bin krank geworden. Na toll. Ich höre aber schon wieder Zombies. Ich nicht. Oder Krähen. Jetzt frage ich mich, was mache ich denn dagegen? Das ist eine gute Frage. Hier liegt wieder nur so ein dusseliges Brecheisen rum. Das ist ja fies irgendwie. Da denkt man so, man tut sich mal was Gutes und nach so einem. Warte mal, in dem Haus, wo war ich noch nicht drin? Da bin ich gerade reingespurtet, aber wieder rausgeschossen, weil du da um Hilfe gebrüllt hast. Da oben auf dem Gipfel sind sogar noch mehr Häuser.
nicht gerade ein Server-Lag? Ja, irgendwie laggt der hier auch ein bisschen. Ich habe noch einen Dosenöffner gefunden. Hast du einen? Einen Dosenöffner habe ich, ja. So, Freunde, ich muss mal ganz kurz in die Grafikeinstellung gehen. Irgendwie ist das während der Aufnahme teilweise echt noch ein bisschen ruckelig. Oh! Scheiße, jetzt muss ich irgendwas... Ich sauf mal in der Dose.